Internationale Solidarität und der Kampf gegen die Armut auf dieser Welt war für die SP seit ihrer Gründung zentral. Schon 1904 hat es im Parteiprogramm geheissen, dass die Solidarität der Völker erreicht werden muss. Nach der Befreiung der Länder vom Süden aus dem Kolonialismus hat die Frage nach der Entwicklungszusammenarbeit an Bedeutung gewonnen. 1968 sind Mitglieder der SP maßgeblich an der Gründung der Erklärung von Bern, einer NGO, die sich für nachhaltige Handelsbeziehungen einsetzt, beteiligt gewesen. 1976 hat es dank der SP zum ersten Mal ein Gesetz über die Entwicklungszusammenarbeit gegeben. Seitdem steht die partnerschaftlich nachhaltige Entwicklung im Zentrum. Hilfe zur Selbsthilfe. Aber auch faire Handelsbeziehungen und der Schutz von Menschenrechten und Umweltstandards, wie sie z.B. aktuell Konzernverantwortungsinitiativen fordern, sind wichtig. Heute steht die internationale Zusammenarbeit am Scheideweg. Der Bundesrat Gassis möchte sie immer mehr auf die Interessen von Konzernen ausrichten und die Armutsbekämpfung ist nicht mehr so wichtig. Das müssen wir verhindern. Wir wollen weiterhin eine offene und solidarische Schweiz, mehr Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit und den Kampf gegen die Armut verstärken.